Ui, okay. Oh, ich bin übrigens verwirrt, fällt mir auf. Ich habe komplett vergessen, dass ich das, glaube ich, ja mit. Habe ich das letztes Mal mit Facecam gespielt? Warte mal. Nein, habe ich nicht. Gut. Ich habe das tatsächlich, weil ich ein smarter Boy bin, nicht mit Facecam gespielt. Weil die Facecam mir eventuell das Gameplay verruckelt hätte. Ja, weil meine Facecam zurzeit nicht gerade up to date ist. Tatsächlich meine neue, die ist mittlerweile auch schon, was, 2019 oder so? Schon ein bisschen älter. Was ist das da oben auf dem Haus? Ist das ein Schornstein oder ist das. Ich habe jetzt erst einen einzigen Hut gefunden, ne? Ist keiner. Ja, ruckel dir mal einen zurecht. Warum kann man hier runter? Das macht mir Angst. Das Ding ist, wenn ich da hochspringe. Genau. Kann ich da. Achso. Ah, okay, warte mal. Das ist aber vielleicht gar nicht so schlimm. Weiter als hier gibt es sowieso nicht. Nein. Nein. Nein, lass mich. Das ist einfach hier rüber. Aber das bringt mich nicht weiter. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich denn eventuell. Ah, alles klar, warte mal. Ich habe da eine Idee. Aber ich komme hier nicht raus, ne? Auf der anderen Seite wieder runterfallen. Okay. Hänsel ist im Weg. Ansonsten könnte man weiter nach hinten fahren, sodass die Klappe zufällt. Aber dafür ist der Fernseher im Weg. Komm her. Erst ist das Ding einfach nochmal kurz rüberschieben. Schon rein, ne? Komm halt maximal bis hier. Große Frage. Ich kann nun hier rein. Weil hier komme ich nicht raus. Hier falle ich gleich wieder runter. Oh ja, genau. Also er versucht es halt nicht mal. Wenn wir denn den Fernseher hier irgendwie beiseite räumen. Ah, können wir auch nicht. Aber dann müssen wir doch hier mit irgendwas machen. Kommen wir nicht hin. Das bringt nicht weiter. Ja, aber das ist halt auch nicht. Ich kann den halt wirklich nur nach rechts und links schieben, ne? Das bringt uns hier vorne nichts. Hier drüben bringt er uns nichts, weil wir
sich auf ihn warten, bis er auch drin ist. Macht er dann irgendwas? Hoppala. Die Frage ist halt, kommt er denn überhaupt? Ja, er macht halt einfach gar nichts hier. Ja, wie gesagt, da fällt er sofort wieder runter. Und wer kann er nicht? Warte mal, wenn ich mich da festhalte, geht das? Kann ich mich? Fällt er auch gleich rein, ne? Also aus dem hier auch. Ja, springt er auch direkt runter. Überfragt. Uno Momento. Gibt es hier irgendwo anders noch einen Anhaltspunkt? Bin ich gerade einfach nur damaged. Alles sein. Er speichert hier auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Er klettert da nur rauf. Das bringt mich nicht weiter. Und wie gesagt, hier kann ich das Ding zwar nach vorne schieben, aber nur bis zu diesem Stein. Dem kann ich auch nichts machen. Denn irgendwas hier, ne? Ja? Aber macht ja auch nichts, wenn ich von hier aus darüber speichert hier immer wieder. Können wir hier hin? Uns das was? Nein. Das bringt uns auch nichts darüber zu. Deswegen warte mal. Schick mal nochmal zurück den Kram. Können wir eventuell den Deckel doch von hier aus schließen? Aber nicht hier hoch. Nee. Hier kriegt nur, hier gibt es nur Händchen halten. Irgendwie stehe ich gerade hart auf dem Schlauch. Kann ich denn hier irgendwas rausziehen? Irgendwas festhalten? Irgendwas, wo er anfangen, wo die anfangen würden, da irgendwas festzuhalten? Nö, ne? Dass ich irgendwas abwerfen kann? Oh, warte mal, ich bin ja ein kompletter Vollpfosten. Oh Gott, ist das einfach. Ja, danke. Oh, erzähl das keinem bitte. Holy fucking hell, Mann. Au, 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 das tut weh. Au, 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 ja, warte mal. Sind wir nicht weit genug vorne? Doch, weiter vorne geht doch nicht mehr, oder? Ah, weiter vorne geht nicht. Ah, okay. Ja, und das ist auch gar nicht laut, das Wasser. Das ist doch bestimmt ein Hut. Oder auch nicht.
Hier kommt Johnny. Okay, dieses Schiffchen geht at least nirgendwo hin. Kann ich das mit reinnehmen in die... Kann ich ja auch nicht, schade. Na gut. Dann eben kein Hier kommt Johnny. Ach, ist ja auch kein Hier kommt Johnny, wenn dann ist es ein D. Es ist das Männchen aus dem ersten Teil. Echte Farben. Oh, wie süß. Komm mal her, du gibst mir doch jetzt bestimmt Hilfestellung, damit wir da hoch können, oder? Bei dem Hutmachergeschäft ein ganz ungutes Gefühl. Aber warte mal, das ist ein Hutmachergeschäft. Gibt es hier keinen Hut für uns? Was? Irgendwo, irgendwie? Er sieht nicht so aus, okay. Na gut, der ist zu groß für einen normalen Hut, also für unser einen Hut für uns. Hätte er gehofft, dass da irgendwo ein Hut für uns drin ist, aber nö. Hm. Ah, okay. Lass mich hoch. Ah, ne, hopp. It's the raincoat. Und wieder ab in den Lüftungsschacht. Ei. Kommen wir jetzt in der Medizinklinik oder was wird das, wenn es fertig ist? Okay, so ein Krankenhaus. Es sind nämlich ein paar Krankenhausbetten hier unterwegs. Um ehrlich zu sein, das gefällt mir nicht. Ist da oben noch Mut für uns zu holen? Irgendwas, irgendwo. So, okay, na gut, dann nicht. Ach, Mann, nee. Huch. Ey, Wand, lass mich in Ruhe. Ich hab's heute mit der Perspektive, wa? Ist nicht so mein Thema heute. Huch. Gut unterrichtet. Hm, wir haben also das Schulgebäude auch hinter uns gelassen. Das sind wir. Kommen wir jetzt tatsächlich nicht ins Krankenhaus. Weiß nicht, ob ich hier sein will. I mean, obviously will ich es nicht, weil es ist Little Nightmares. Es ist ein Horrorspiel immer noch at least. Hi. Ist tot, oder? Ich hoffe es, um ehrlich zu sein. Böse gemeint, aber... Wäre es nicht cool, dass es, wenn wir beide aufeinandertreffen würden. Oh, ja, na klar. Sehr cool. Danke fürs Helfen. Ja, na klar, ich bin nicht gelaufen, ich Idiot, und deswegen fliege ich da runter. Sehr gut. Los, los, steh auf. Nicht paniken, nicht paniken, ich panike. Ah, ich krieg's Kotzen. Was ist denn heute schon wieder los mit mir, Mann? Aufstehen, schneller machen.
nicht mehr laufen? Weil hierfür brauchen wir nicht laufen. So. Ganz vorsichtig. Wir können auch sneaken. So. Klettern wir den Betten einfach hoch. Natürlich. Sehr vertrauenserweckend. Ehrlich. Eine Sicherung? Ich gehe davon aus, die werden wir für irgendwas brauchen. Ich will sie aber noch nicht mitnehmen. Ja, hierfür werden wir sie brauchen. Den Fahrstuhl. Okay. Oh Gott, ich habe ein ganz so gutes Gefühl. Deswegen liegt hier auch so viel Müll rum, damit man da so gegenlaufen kann. Ich wette, wenn wir den Fahrstuhl aufmachen, kommt da Böses raus. Oder ich hoffe auch nicht, weil nämlich die Tür jetzt zu ist. Das wäre richtig bescheiden, wenn dann da hinten jetzt die... Oh Gott, bitte nicht. Ich möchte bitte keine Langheitskrankenschwester haben, danke. Normale reicht mir aus. Der Fahrstuhl hat auch Wiedersehen gesagt. Dann sagen wir das jetzt hier aber nicht irgendwie. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Okay, keine Lust mehr, danke. Reicht. Weil wenn ich das hier sehe... Oh, man kann damit sogar hin und her leuchten. Oh Gott im Himmel, okay. Hey, Spieler. Spieler. Du, Spieler. Da, du da. Da, guck mal. Sorry. Ich weiß halt nicht, wie sinnvoll das ist, das einfach die ganze Zeit anzulassen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das nicht so sinnvoll ist. Ah! Kind! Hi! Sieht er da einfach gar nichts, gerade wenn man das Licht nicht anhat, okay. Schöne Bettpfanne. Ah, wo kommt der erste Gegner wieder hier? Das erste Monster, das uns töten will. Gutes Gefühl. Da vorne ist eine Tür offen. Das heißt, ich gucke doch noch mal ganz kurz hier rein. Aber hier ist nur eine vernagelte Tür, okay. Ich weiß auch nicht... Hoppala, das wollte ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, was hier alles als Hut fungieren kann und was nicht. Keine Ahnung. Es liegt ja nicht alles. Ja, sorry, ich wollte dir nicht ins Gesicht leuchten. Okay, wir können aber das Licht, glaube ich, erst wieder ausmachen. Müssen wir damit irgendwas machen? Die Frage ist nur... Ah, okay, ich sehe schon was. Das eventuell doch was anderes als das, was ich dachte. Kann ich mich hier ranhängen? Nein, okay.
249 ist jetzt an der Reihe. Ah, wir haben wieder einen Fernseher. Cooles Ding. Gottes Willen, ey. Wieder drin. Hi. Hi. Anderswelt der Tür. Run. Von allein los. Ich weiß halt noch nicht hundertprozentig genau, was passiert, wenn wir die Tür irgendwann mal erreichen können. Also wir werden halt von der Tür angelockt, wie Motten durch das Licht. Willkommen im Irrenhaus. Ich glaube nicht, dass das ein normales Krankenhaus ist, Tommy. Fair, gerade weil die Tür durch ein Gitter verschlossen ist, macht mich das ein bisschen... Das aufheben? Nein? Okay. Uah. Creepy. Bullshit hier. Teddy ist ein Schlüssel drin, das heißt, ich muss den Teddy finden. Der da oben auf dem Dingens steht. Und warum zum Henker? Gottes Willen bist du. Oh, holy shit, okay. Ich werde dich jetzt trotzdem mal da hinsetzen. Du bist so weit drüben. Sorry, Mr. Doggo. Musste ich mal ganz kurz durchleuchten. Ist das... Alter Schwede, ey. Puh, der Teddy ist natürlich der, der auch ein Dingens ist. Logischerweise ist es halt der Teddybär, wenn man es halt sehen kann, der, ne? Frage ist halt nur, wie kriegen wir dann den Schlüssel aus dem Teddy raus? Und warum hat das Vieh da oben so... Okay. Ja, die hat keinen Schlüssel drin. Aha. Interesting. Ja, was ist in dem Plüschtier ist ein Teddy drin, steht da. Was ist denn der Hase eventuell? Kannst du eigentlich... Oh, der Hase ist doch... Das ist auch aufgeschnitten in, geworden irgendwann mal am Bauch. Das creepyste Kinderzimmer, das ich in meinem Leben je gesehen habe. Ah, man hört ihn sogar. Okay. Okay.
ist der drin? Nee. Nein. Ach, jetzt habe ich da so viele Plüschtiere hintergeschmissen. Auch ich. Der Schlüssel, Teddy. Die Frage ist nur, wie kriege ich den aus dir raus? Du kannst den anderen da tatsächlich... Jetzt sind wir mal kurz hin, weil ich jetzt erstmal ganz kurz gucken möchte, was hier oben ist. Ist das Ding? Okay. Also ich habe festgestellt, wir haben einmal den Schlüssel, den brauchen wir hier. Okay, alles klar. Wir müssen halt rein theoretisch das Spiel auch immer relativ einfach. Du musst weiter nach rechts kommen. Wir brauchen zwei Sicherungen, um hier... Keine Angst. Okay, aber du bist nichts gut. Hier ist auch nichts drin. Okay. Was kommt, wenn wir jetzt den Hebel versuchen zu ziehen? Da wird wahrscheinlich nichts passieren, gehe ich mal von aus. Hier den Fahrstuhlhebel. Ist okay. Der reagiert nicht mal. So, zurück zu der Frage. Wie? Ich habe eine Idee. Aber ich kann das Ding hier ja nicht mitnehmen. Nein, das da kann ich nicht mitnehmen. Also ich brauche sowas wie ein Messer. Wo kommen wir denn hin, wenn wir jetzt in den Fahrstuhl steigen? Beide. Nach unten. Ich lasse Teddy mal mit Absicht noch hier drinnen sitzen, weil ich nicht weiß, was hier unten ist. Wir haben Haken, Riffel. Oh, okay, I got it. Bis der Schlüssel wird nicht brennen können, I guess. Also. Nein, nein, nein. No. Aber da kommt einer. Damit der Schlüssel nicht brennen kann. Stehen bleiben, wir fahren von alleine wieder los. Okay. Hätte Mr. Schüssel von Anfang an mitnehmen sollen, aber na gut. Mr. Hase. Hasi, geht's gar nicht gut. Oh, bitte, bitte, bitte nicht. Angst, dass wenn ich das zumache, er anfängt, oder dass ich, wenn ich da aus Versehen reingehe, er mir eventuell... Nein, nein. Mach mal auf da. So, wir haben jetzt Mr. Schlüssel. Also wir können jetzt mit Mr. Schlüssel nach oben. Um jetzt die Tür aufschließen. Kriegen wir wahrscheinlich die erste Sicherung, gehe ich mal von aus. Bei der Tür. Speichert. Ich glaube, da der jetzt hier auch wieder speichert, werde ich an der Stelle jetzt... Boah.